Man nennt ihn den Schneesturm des Jahrhunderts. Der gesamte Bezirk South Park wird mit Schnee überschüttet und es wird noch mehr erwartet. Aus der ganzen Stadt werden Unfälle mit mehreren Autos und Stromausfälle gemeldet. Oh, Schatz, zum Glück bist du in Sicherheit. Mom, hast du gesehen, wie krass es draußen schneit? Ja, Schätzchen, und es wird schlimmer. Heute gibt's doch bestimmt schneefrei. Die Schule fällt doch aus, oder? Noch haben sie nichts gesagt. Der Sturm ist noch heftiger geworden. Ich stehe hier an Starks Teich, der komplett zugefroren ist. Und ein Tankwagen ist ins Eis gekracht. Es gibt mehrere Opfer. Mehrere Opfer? Die Schule fällt aus, ich weiß es einfach. Eric, das ist sehr ernst. Hier wird es einfach immer schlimmer, Tom. Der Sturm lässt überhaupt nichts nach. Und angesichts der Schneemassen und der vereisten Straßen steht uns eine katastrophale Nacht bevor. Oh Gott, die Schule wird ausfallen. Fällt die Schule aus? Fällt die Schule aus? Eric, geh wieder ins Bett. Aber ich muss nicht ins Bett, weil ich nicht aufstehen muss. Das wissen wir nicht, Eric. Das sehen wir morgen früh. Gott, bitte. Bitte. Mach, dass es wieder schneit. Mehr als je zuvor. Bitte, Gott. Bitte nur dieses eine Mal. Verarsch mich nicht. Mindestens 20 Menschen sind tot, Tom. Es gibt Berichte von gefrorenen Wasserleitungen und sogar gefrorenen Leichen. Und fällt die Schule aus? Fällt die Schule aus? Eric, es ist furchtbar. Die Stadtverwaltung warnt, dass sogar Ersthelfer heute zu Hause bleiben werden. Die Straßen sind unpassierbar. Nirgendwo gibt es mehr Klopapier. Was ist mit der Schule? Die Stimmung ist wirklich apokalyptisch. Passt alle gut auf euch auf, bitte. Du willst mich doch verarschen. Oh, und wir haben gerade erfahren, dass alle Schulen heute geschlossen sind. Ja! Ja! Die Schule fällt aus! Schneefrei! Heute keine Schule, keine Schule, heute keine Schule! Ich bin in ein paar Stunden wieder da, Mom, dann hätte ich gern was zu futtern. Wo willst du denn eigentlich hin? Ich gehe raus und spiele mit meinen Freunden. Das ist nicht sicher, Schätzchen. Mom, wir haben schneefrei. Das ist ein magischer Tag im Leben eines Kindes. Keine Schule! Komm schon, wir haben schneefrei! Komm schon, Butters, los geht's denn! Schneefrei, Leute! Hey, Neuling! Neuling, ich red mit dir! Da bist du ja! Komm schon, Neuling! Ab in die Klamotten! Wir haben schneefrei! Mega, mega geil! Ich hab mega Bock! Wir müssen unseren Charakter machen! Boah, was nehme ich denn? So ein Bauernlümmel. Ah, schwierig. Ich glaube, ich nehme ja das hier. So, wie kann ich denn jetzt hier... Schwupps. Da nehme ich mir... Ich glaube, ich nehme das hier dazu, obwohl... Die Mütze ist auch ziemlich nice. Haare. Die Haare kann ich auch designen. Ich will eigentlich so ein... Naja... Ich mach's so. So ist cool. Auf jeden. Man sieht halt jetzt nicht wirklich viel von meinen Haaren.
Ne, ich bleib immer noch hier. Bei der Nummer. So, Gesicht. Auf jeden. Den brauche ich unbedingt. Nein, ich nehme den Gesichtswärmer. Der Gesichtswärmer ist cool. Brille will ich nicht. Tanz kann ich auch noch auswählen. Boah, passt so alles. Let's go! Sei vorsichtig da draußen, Schatz. Viel Spaß mit deinen Freunden. Hallo, mein Gehilfe. Ich bin der große Zauberer. Uns erwarten heute viele Schlachten. Ach ja, seit du das letzte Mal gespielt hast, mussten wir alle Regeln ändern und neu anfangen. Weil jemand total OP wurde. Du musst also in die Schule und mit dem Hüter der Regeln sprechen. Also wie du siehst, mussten wir das Spiel ändern, weil irgendein Arschloch, dessen Namen wir nicht nennen, unbedingt allmächtig werden und den Stab der Wahrheit ruinieren musste. Und dann wollte jeder allmächtig sein und niemand konnte mehr sterben. Dann haben wir Superhelden gespielt und was ist passiert? Derselbe jemand wurde wieder krass OP und hat das Spiel wieder versaut. Und weil wir wegen dieser Person einen Haufen beschissener Regeln aufstellen mussten, über die sich dann alle gestritten haben, gibt es jetzt schon wieder Krieg. Denk dran, mit dem neuen Kartensystem bist du nur so stark wie die Karten in deiner Hand. Und am Anfang bekommst du nur 2, damit du nicht wieder OP wirst. Ruinier es nicht wieder. Aber wem sag ich das? Auch wenn du theoretisch der König bist, musst du dich an die neuen Regeln halten. Wir sind hier in Amerika. Du bist also der König von 2 Karten. Glückwunsch. Jetzt hör zu. Clyde hat Informationen, dass die Elfen einen Großangriff auf unser Königreich vorbereiten. Sie wurden in der Nähe von Starks Teich gesichtet. Wir müssen sie töten, bevor sie uns töten. Und Neuling, diese Mission wird echt gefährlich. Ich gebe dir noch ein paar Kinder mit, die auch gerade hergezogen sind. Aber vergiss nicht, du bist der echte Neuling. Die anderen Neulinge arbeiten für dich. Es kommt nur auf dich an. Du bist der Oberboss. Ich werde euch allen Nummern zuteilen und das völlig willkürlich. Es kann sein, dass du nicht die Nummer 1 bekommst. Aber für mich bist du immer noch der beste Neuling. Du bist am wichtigsten, auch wenn du Nummer 4 oder so bist. Viel Glück. Na, schade. Leider habe ich keine Freunde. Deswegen werde ich wohl das Ganze alleine spielen müssen. Ach, Schneetag, da kommt einfach niemand. Ey, Moment mal. Hallo. Du? Merle? Ich bin ein Magier. Wie jetzt, Schau Merle? Merle. Ich habe Zauberhut. Merle, ich habe dir gesagt, du darfst kein South Park spielen. Ich habe gesagt, nein. Du bist Farmer? Du Farmer? Nein, Merle, geh Farmen? Weg. Geh weg. Hey, ich hab gehört, du willst Wo neue Hardware blinde testen. Kuh? Lass uns spielen. Blinde Kuh, aber richtig. Komm in die Waffenkammer. Ich hab bestimmt irgendwas Neues, das du im Kampf brauchst. Bitte lass, ich muss hier mit Tolkien reden. Der heißt ja nicht mehr Tolkien. Ich habe eine Fernwaffe zum Testen. Guck mal hier, neue Waffen. Ja, hier, klar, nehme ich probier mit. Mal einen Zauberstab. Boah, ein Dolch. Stab, um ihn auszurüsten. Zauberstab, Alter, nicht so geil. Gut wie meiner, aber passt schon. Ich bekomme ja voll die heißen Sachen, du auch. Waffen und Kräfte finden. Komm nee, vorbei, wenn du also der Zauberstab leuchtet jetzt, aber ansonsten kann ich nichts. Hast du keinen Zauberstab bekommen und neue Kräfte? Super. Schau jederzeit wieder vorbei. Kannst du das da? Kannst du das da? Wieso kannst du furzen? Ah, ich habe mir die Deluxe Edition hey, geholt. Mit Furz. Dachte ich, das habe ich den Leuten in der Einleitung schon gesagt, dass ich wahrscheinlich nicht so coole Sachen anziehen kann. Ja, du hast ich nur diese nur billige so Merle Edition. Battle-Klamotten kann ich anziehen hier irgendwie. Leute haben die mir Geld hingeworfen. Angeführt vom hinterhältigen Drukail planen einen Angriff oh, auf nein. die Menschheit. Der große Zauberer hat angeordnet, ihre dreckigen Droh-Truppen präventiv anzugreifen. Die alten Droh-Truppen? Drukail. Drukail? Drukail ist der fiese, Alter. Da ist er. Kael! Cartman, wer sind diese Arschlöcher? Das ist meine Geheimarmee. Wir greifen an, bevor ihr das macht. Wovon redest du eigentlich? Meine Spione haben deine kampfbereite Armee gesehen. Deine Spione? Wovon zum Teufel redest du? Deine Spione, Kyle. Sie bereiten sich auf die Schlacht vor. Ist das dein Ernst? Hängt daran, dass bei der Bullshit-Prüfung keine Prügeleien erlaubt sind. Das ist heiliger Boden. Ja, mach einfach weiter, Butters. Okay, jeder Spieler legt eine Bullshit-Karte ab, damit wir uns vor dem Kampf auf die Regeln einigen können. Als Hüter der Regeln ist es mir eine Ehre, den Vorsitz über diese Bullshit-Prüfung zu führen. Beginnt mit eurer Auswahl. Du könntest einfach aufgeben, Kyle, und uns die Mühe ersparen, dich zu blamieren. Wir werden nicht klein beigeben. Okay, was soll ich nehmen? Ich kann auch auswählen, oder? Also ich nehme springende Flamme. Das ist meine Bullshit-Karte.
Achso, jeder kann sich selbst eine aussuchen. Ah nee, da, der Bullshit, den kann ich jetzt... Doch, ich kann auch Bullshit wählen. Ja, ich kann auch Bullshit wählen. Was nehme ich denn da? Meteore fallen vom Himmel. Sowas hast du nicht, ich habe Unsichtbarkeit. Du wirst unsichtbar und regenerierst, während du getarnt bist. Ich habe Meteorsturm, Unsichtbarkeit und Riesenwuchs. Ich habe Diener berufen. Beschwöre eine Schar Chaos-Untertanen, die für dich kämpfen. Was nehme ich mal mit. Schön, sehr schön. Oh, cool. Cool, Meteore. Und Upgrades für den Stab. Woher hast du die? Es endet hier, Fettarsch. Kinderwerfer, Waffenvetus. Preis der Erde. Oh, lahm. Kinderkanone okay, und ausgenudelt. Das klingt nach dir, ne? So Kreisindustriekarten, die da wieder gelegt werden. Wie sollen wir bei all dem Schnee irgendwas machen? Ist das zu glauben? Suchen wir die Elfen und finden raus, was Kyle verbirgt. Tötet ich die werde Eltern. Diesem kleinen, dreckigen Drujungen zeigen, dass er sich nicht mit dem großen Zauberer anlegen soll. Was sollen wir machen? Wir haben keine Vorräte. Gib uns das Klopapier, Storch! Das Klopapier ist ja wie Deutschland 21, 20. Alter, warte, was reden die da? Richtige, ja, aber da gibt's richtige Klopapierkriege. Na, Storch hortet irgendwie Klopapier. Es sind alle wütend und wollen ihn abstechen. Geil, wir haben sogar so einen Kartenordner, wie man früher hatte. Ja, wir haben volles Zeug, ne? Meine Upgrades, gegnerische Upgrades. Aber das Spiel wird jetzt schon wieder zerrissen als eines der schlechtesten Spiele des Jahres. Ah, du Kleiner! Echt, warum? Es wäre sehr primitiv, viel Fäkalhumor, diese Klopapier-Anspielung würde alte Corona-Traumata wieder aufblühen lassen und wäre aus der Zeit gefallen und wäre verletzend. Ja, wenn man sonst keine Sorgen hat. Also, wir spielen jetzt hier schon wieder den harten Stuff, ne? Nur damit du Bescheid weißt. Alter, guck mal, ich mache hier voll die Ninja-Rolls und snack erstmal ein bisschen Toilet Paper. Ey, aber wird das Toilettenpapier geteilt? Nein, nein, nein. Jeder scheißt allein. Schon. Okay, neulich. Jeder mal sehen, scheißt allein, das stimmt gar nicht. Alter, guck mal hier. Zack, zack, zack. Boah, ich kann sie zusammenziehen. Ey, wer sind die anderen Dudes auf einmal? Er hat doch gesagt, er schmeißt immer andere mit in die Schlacht, dann. Ja, das sind jetzt KI-Dudes, oder? Ja, ja. Sind das Kindergartenkinder, die wir gerade verstümmeln? Ja, das eine hat gesagt, ich bin tot. Das war doch ein Kindergartenhinterhalt. Es war ein Kindergartenhinterhalt. Schneemassen. Vorsicht. Wo müssen wir denn hin? Hier ist eine Höhle. Bist du da reingekommen? Ne, guck mal, hier geht's hoch. Hier ist doch eine Druidenhöhle, da sind wir doch hergekommen. Oder nein, nicht? Nein, sind wir nicht. Hier geht's weiter. Hier geht's. Aber da war doch können wir nicht in die Druidenhöhle? Nee, ich glaube, das sind wir haben den Vorteil. Schnappt sie euch! Komm, ich setze jetzt meinen Stab der Weisheit ein. Bam. Dafür habe ich 20 Euro mehr gezahlt. Wenn du nicht mit einem scheiß Bogenschützen klarkommst, dann such dir einen Freund, der es kann. Ah, siehst du? Guck dir meinen geilen Ballerstab an. 20 Euro, let's go! Kannst du dir eigentlich so einen coolen Gesichtswärmer, wie ich einen hab, holen? Oder ist es nur für reiche Weiß Boys? Weiß ich nicht. Also ich kann halt auch Sachen freispielen, ne? Ich habe vorhin ein T-Shirt gefunden irgendwie. Altes Free-to-Play-T-Shirt, ne? Ja, ja. Aber ich glaube, die Bonussachen, die ich habe, kannst du nicht freispielen, sonst wäre es ja ein bisschen useless, das zu verkaufen. Genieß den seltenen Moment des Friedens. Die Lichter eines fernen Landes sind nur die Ruhe vor dem Sturm. Hier ist irgendwie noch ein Kampf aktiv. Besiege alle Elfen. Elfenkinder, ich hasse Elfenkinder. Hier, das Elfenkinder. Hier, da hängen sie doch rum. Da oben, da sind ja noch mehr. Aber der Stab hat nicht so wirklich eine krasse Reichweite. Der macht zwar mega Damage. Ja, aber du kannst nur... Jetzt plündere die Leichen und weiter geht's. Ach, guck mal, unsere Leichen zum Plündern. Ich bin tot. Wo sind welche? Ja, ich konnte eben plündern. Ich konnte eben so Leichenplünderungen veranstalten. Ein wenig flattern. Okay. Da oben ist noch eine, den kann man auch noch plündern. Warte mal, kann man hier rüberspringen? Oh, ja. Oh, wir essen Kindergartenkinder, die geben Gesundheit. Ich habe eben gerade ins Kind reingebissen. Warte mal, an dem Kind liegt noch was rum. Nehme ich doch mal mit. Was ist denn du da hinten? Was ist denn DM für eine Währung? Hey, Krieger. Durchfallmarken. Was denkst du? Boah, geil, ich kann die Sachen upgraden. Erweiterte Aura, hartnäckige Winde.
Oh, unübliche Karten, ja. Habe ich auch noch. Wiederbelebende Aura. Ich habe erstmal hartnäckige Winde mir geholt. Hättest du ein bisschen mehr Geld ausgegeben, hättest du furzen können. Vergäube diese Karte nicht. Wie geht denn das so, wenn ich noch... Pfeiltaste rechts. Ach so. Kreditkarte links. Ah, Kreditkarte links, ja. Muss einfach nur durch den Controller ziehen. Die Elfen haben ein Schloss am Tor angebracht. Du musst sie alle besiegen, bevor du es öffnen kannst. Da kommt ein ganzer Schwarm, Neuling. Pass auf. Boah, ein ganzer Schwarm. Warte mal, ich hole jetzt hier... Pass mal auf. Wir brechen die Regeln. Denn das ist die Macht des Chaos. Die Macht der Kreditkarte setze ich jetzt ein. Ey, die Kreditkarten machen... Ich fühle es, hat er gesagt. Ich fühle es. Den Reichtum. Was machst du denn? Du fliegst. Ich kann so furzen und dann hochfliegen. Willst du das nicht? Nee, auf welche Taste geht das? LB ist bei mir die diese Sonder. Ja, ja, Spinner 2. Spring in den tiefen Schnee, um das Feuer zu löschen. Jesus, Spinner 2. Das war's für mich. Boah, ich brenne aber auch. Aber auf RB kannst du wahrscheinlich nicht heilen oder sowas. Sieht so nach einem Healing-Spell aus. Das ist hier Totem. Nimm dich vor Bogenschützen in Acht, wenn du im Schlamm spielst, Neuling. Guck mal, hier oben ist ein fetter Cartman. Verstärkung! Oh, ich bin im Schlamm. Achtung, wir haben Verstärkung. Spieler 1. Ich weiß nicht, was du dir in den Arsch stopfst, um so viel zu... Du hast es geschafft. Es ist okay, das Tor. Spieler 1 ist geil. Es stopft sich irgendwas in den Arsch. Ich habe da Sachen. Anders an, hat das Mama, gesagt. Hier unten in den Schlammgruben der Gerechtigkeit sind noch Kinder, die wir abstechen müssen. Hast du da oben den Cartman gesehen? Ja, und da liegen übelst die Sachen rum. So Heilung ganz viel. Ja, ich habe da so Kisten zerlegt. Was sammelt er denn hier ein? Ist das Fart Energy? Weiß es nicht. Das hab ich kommen sehen. Knacke das Schloss. Ich sehe, hat sich deine Fähigkeit, Durchgänge zu öffnen, gut entwickelt. Ich kann den Wagen machen. Wie geht das? Aber mal hier. Mach ne Wurst, fill ne Wurst, Honey. Ich nehme allein, du nimmst allein, Kane. Du, folge mir in die Dunkel. Hey. Jimmy hat mich denn, darum Alter? Gebeten, dir bei einem Spiel zu helfen. Dies sind dunkle Ritualkarten. Sie können Macht jenseits des Alltäglichen manifestieren. Aber einige davon haben ihren Preis. Es liegt an dir, was du bereit bist, für Wohlstand und Macht zu opfern. Alles. Aber egal. Na los, such dir eine aus. Wohlstand und Macht ist das Einzige, was mich im Leben interessiert. Ja. Ach guck mal, du musst eine Karte vernichten. Na dann die... Unübliche. Opfern ist so cool. Manchmal ich bin jetzt ich alle hier geupgradet, in Jimmys Haus, um Karten, alle meine Karten für dich zu legen, um eine zu opfern. Wenn das Schicksal es so will. Du musst aber boah, zu die mir dunklen kommen, Mächte. Okay? Ich habe richtig hier Satan gehuldigt. Guck mal, was ist das denn hier? Hier kann man auch noch irgendwo hin. So ein Geheimgang, aber das stand nur für Elfen. Echt? Das ist nur für Elfen? Stand Elfen only. Elfen only. Only Elf, only. So eine Erotik-Seite. Oh, yeah. Only Elf, ey. Aber, Ja, da geht's noch nicht weiter. Ah, guck mal, hier oben ist ein Schatz. Alter. What? Das verbotene Spekulum der Weisheit. Aber das kannst kann ich nicht einsammeln, nee. Hier auch nicht, es leuchtet einfach nur golden. Was ist das denn? Das ist doch ein Kartenpäckchen, oder? Ja, irgendwie. Nö, ich kann es nicht einsammeln. Ja, und da haben halt viele gesagt, es wäre halt ziemlich, ja, überholt, so ein Spaß auf Furzbasis und so. Wer lacht denn darüber noch? Weiß ich nicht. Ist doch nicht mehr lustig, ist nicht mehr zeitgemäß und so. Es wäre einfach so ein bisschen der alte Humor von South Park und nicht der neue halt. Ja, und der neue ist natürlich viel besser. Ja, weil politisch, hallo, es gibt immerhin noch Menschen, die nicht mit Kann eingeschlossen ich das werden. Abbrechen? Ich hatte eben gerade so ein bisschen Darmblut, Durchfall. Hast du gesehen? Ja, nicht nur Durchfall, mir kam auch so ein bisschen Blut raus. Ich glaube, man darf den Skill nicht so oft einsetzen. Hallo? Hey. Ist doch jemand. Hat irgendwer gerufen, hallo? Ist da jemand?
Ja, guck mal, wenn wir uns aber da runter begeben wollen, müssen wir das irgendwie sprengen oder so, ne? Ja, ich glaube, vielleicht müssen... Da ist... Goff. Wehe, ich bin umsonst hier draußen. Was? Der gibt mir nochmal ein Upgrade, ein geheimes Super-Upgrade. Dunkle Materie. Ich nehme das hier. Kraft, immer gut. Ich habe dunkle Materie genommen. Ich habe mir erstmal hier so ein kleines Upgrade genommen. Was hast du unter dem Eis übersehen, Neuling? Werd nicht nachlässig. Was? Was haben wir übersehen? Keine Ahnung. Aber ich habe auch keine Furzenergie mehr, ne? Ist da jemand? Kann man irgendwie mit den Kabeln was machen? Wahrscheinlich müssen wir uns jetzt erstmal eine Quest holen. Du musst mir helfen. Ich habe nach Vorräten gesucht und bin im Eis stecken geblieben. Aber ich habe den Jackpot geknackt. Sieh dir mal all das Klopapier an. Du musst das Eis irgendwie brechen und mich hier rausholen. Schnell, meine Eier werden schon zu Eis. Helfen, Schatz. Das riecht nach einer Falle. Das riecht nach Kyle. Oh ja, Kyle. Ja, ich kann dir helfen, Kyle dran zu kriegen. Hol mich einfach hier raus. Ich gebe dir auch einen Schatz. Nicht sicher, ob ich ihm traue. Aber du darfst das Risiko eingehen. Starte einfach den Tankwagen. Ich meine den gnomischen Moloch. Und fahr ihn durch das Eis. Du brauchst nur die Schlüssel und Benzin und musst, naja, fahren lernen. Der gnomische Moloch. Der gnomische Moloch, Alter. Nennt man deine Mutter nicht auch so? Ja. Guck mal, hier können wir hoch. Der gnomische Moloch. Alter, was ist das denn? Wow! Da kannst du flyen. Oh. Oh, ich bin drin. Ach so. Oh. To the moon. Verdammte Elfen, sie sind auf der Anhöhe. Alter, was sind das für welche? Das ist das Zentrum für seismische Aktivitäten. Das Elite-Zentrum für Elite-Elfen. Das sind jetzt Elite-Elfen. So. Komm, die fetzen wir noch weg. Hier ist so eine Mülltonne noch. Ja, aber ich bin eh voll mit Müll. Nee, da ist Klopapier drin. Da kommen sie. Uff. Das Kind auf dem Dach hat das Benzin. Guck mal, die brennen alle. Konzentration. Ja, das Kind hat das Dach, Benzin. Wow. Hey, Attacke. Vorsicht, ich nutze meine tödlichen Darmwinde. Ja, ich bin tot. Und dann aus dem Darmwind musst du dann mit dem Dolchstoß voran. Ja, ich weiß. Alter, das sind echt Königselfen hier oder so. Das sind richtige Königselfen, ja. Furzflucht ziemlich oft. Pass auf deinen Darm auf. Oh Gott. Alter, die haben mich hier übelst gefangen. Boah, ich habe hier unten so einen Schatz gefunden. Du wagst es? Hier oben ist der Boss. Oh, wie der Boss? Mist. Ich habe ihn vergiftet, er ist runtergefallen. Ich habe ihn angezündet. Nochmal angezündet. Erledige den Heiler. Achtung, der hat einen Heiler. Der Stufe 9. Nein. Ja. Voll drauf. Da kommen noch die Heiler-Kumpels. Hast du nicht auf Y noch eine Fähigkeit? Das dürfte genug Benzin sein, Neulinge. Such die Schlüssel. Oh, du hast eine Bullshit-Karte gespielt, oder? Nein, ich habe gar nichts gemacht. Oh, ausgesucht. Die haben eine Bullshit-Karte. Das soll zu den minderwertigen Menschen passen. Oh nein. Ich habe nur noch eine Poolnudel. Deine Nahkampfangriffe richten negativen Schaden an. Was? Da negativ, das heißt, wir heilen die, oder was? Jetzt bist du ein Furzgesicht. Oh nein! Diese Bullshit-Karte! Setz Bullshit ein! Aber sie ist der einzige Weg zurück zum See und zum Schatz. Der Himmel verdunkelt sich! Nein! Abgelehnt! Oh nein! Oh verdammt! Bullshit! Au! Ich konnte dich blocken! Oh. Ja, der Zauberstab ist aber trotzdem nicht schlecht. Boah! Oh, da hinten sind noch ganz viele. Macht euch bereit. Hinter jeder Ecke können Elfen lauern. Verdammt. Wir haben irgendwie so Power Shields. Nein, ich bin erledigt. Achtung, ich setze meine Bullshit-Fähigkeit ein. Chaos-Kontrolle. Oh, Spieler 1. Heiltotem. Das war knapp. Wann kriegen wir denn unsere...
Oh, hier, Heiltote. Da kommt irgendwie Wurst raus oder sowas. Mini-Wiener. Das Mini-Wiener Super-Heiltote. Okay, wir haben unsere Waffen wieder. Oh, nice. Ich dachte, das fühlt sich anders an. Ich dachte, das fühlt sich anders an. Vergesst mich nicht. Die hätten nur gesagt, vergesst mich. Unwichtige Person. Und das ist auch super viel Loot, ne? Ja, meinst du hier, was so rumliegt? Ja. Klopapier. Echt? Das ist so Heilung. Ja. Nö, ich hab Klopapier eingesammelt hier noch. Ja, ich renne da schon immer vorher durch. Guck mal, du kannst dich sogar hier in den Schnee und Eis begeben. Ja, ja. Wenn du brennst, musst du auch da reingehen. Oder dich, um dich vor Gegnern zu verstecken. Das ergibt erschreckend viel Sinn. Aber die Folge ist rum, ne? Ja. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.